Herr Minister, Herr Präsident, geschätzte Kolleginnen, geschätzte Kollegen, ob des Zeitmangels. Die Dimension dieses Unwetters war eine Katastrophe, unvorstellbar, diese Dimension. 6 Jahre vorher haben wir etwas in der Dimension in unserer eigenen Gemeinde erlebt. 2 Dinge dazu. Die Gemeinden dankbar, dass sie die 3 Millionen Euro bekommen, aber sie bleiben nach wie vor Aare auf 1,2 Millionen, Treffen auf 3,6 Millionen aus Schulden oder noch offenen Beträge sitzen. Es wird das Land einspringen, ich bin überzeugt davon. 2 Dinge aber für die Privaten. Gabi, das ist ein bisschen unklar rausgekommen. Die Privaten bekommen zwischen 20% und 50% aus dem Katastrophenfonds, aus dem Kärntner Nothilfswerk, nicht 60%. Von diesen 20% bis 50% gibt der Bund dazu. Und das Zweite, lieber Kollege Köchel, die Schwierigkeit dabei ist, die Privaten müssen zuerst wieder alles wiederherstellen, bis sie zu einem Geld kommen. Sie haben zwar 10.000 Euro als Sofortmaßnahme bekommen und sie müssen den Rest wiederherstellen. Und das ist die Katastrophe dabei. Hier müssen wir eine Regelung finden. Und das Zweite, lieber Gabi, Obernostrei, gibt dir recht, wir müssen auch eine Regelung finden, dass die Gemeinden nicht als Bittsteller herauskommen müssen, sagen, helft uns, wir wissen nicht, wie wir das stemmen können. Wenn die Unwetter tagtäglich mehr werden, wir haben es selber erlebt, du zitterst bis zum Schluss, du weißt nicht, darfst du Aufträge vergeben, weil einfach das Geld fehlt, weil du einfach nicht in der Lage bist, vorzufinanzieren und du stehst vor einem riesen Schuldenberg als Bürgermeister einer kleinen Gemeinde. Es muss möglich sein, Herr Minister, und ich weiß, du hast letztens schon gesagt, ja, dafür haben die Länder Geld. Nein, ich glaube, da müssen sich Länder und Bund gemeinsam einigen, dass wir für die Gemeinden hier einen Schutzschirm bilden, dass man sagt, wenn sowas passiert, müssen sie wissen, dass sie die Schäden ersetzt kriegen, weil es sonst nicht umsetzbar ist. Und auch für die Privaten bin ich der Meinung, wenn man das miterlebt, wie Familien wirklich vor dem Nix stehen, neue Häuser gebaut haben, 300.000, 400.000, 500.000 Euro Schulden haben und plötzlich nichts haben, dass man hier eine Lösung finden sollte, auch die zu entschädigen. Denn die Versicherung, und das ist leider das Traurige, sind gar nicht bereit zu versichern. Ich habe das bei mir selbst erlebt, dass die Versicherung noch vor der Katastrophe eine höhere Versicherung meines Objektes abgelehnt hat, was ich gesagt habe, diese Dinge werden nicht versichert. Ich glaube, dass wir hier sehr wohl die Verpflichtung haben, auch A, den Privaten zu helfen und B, in weiterer Folge auch für die Gemeinden eine Lösung zu finden, dass man das den Gemeinden diese Sorge der Finanzierung abnehme. Vielleicht gelingt es in der nächsten Zeit. Es wäre schön, wenn wir auch so wie heute parteiübergreifend etwas zusammenbringen. Danke.